Oh yeah! Ja, grüezi Leute, ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu dieser Folge von Let's Play. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. So. Also, wir nehmen alle Lutscher mal mit. Kuba, ne, wo war Nahkampf? Kommt mir so vor, als hätte ich leicht ein Aimbot. Aber nein, so ist das nicht. Kollege, lässt du mich mal kurz in Ruhe, ja? Das wäre sehr, sehr hilfreich. Dankeschön. Feuerman. Erledigt dieses Dreckschwein. Komm doch her. Ich weiß vor allem nicht, warum wir jetzt da aufgehört haben, Freunde, eben. Kann ich euch nicht sagen. Keine Ahnung, weil wir haben ja eigentlich hier aufgehört, soweit ich weiß. Soweit ich weiß. Naja, machst du nix. So, Medipacks haben wir auch. Wo war denn Nahkampf? E, R, T, V, G, H. Oh. Ich hab's ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Mein Gott, es gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollen. Eine Kraft. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Halt doch mal's Maul. Mann, Junge. Teufelskuss. Tja, man lebt noch einmal. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Nice. Das war keine Kostprobe. Jetzt ist die Frage. Drücksteuerung links während des Teufels ausgerüstet hast, um eine Granate zu werfen. Ja. So. Okay, 1 und 2 tut man wechseln. Das finde ich noch ein bisschen blöd. Ah, mit Q kann ich auch wechseln. Okay, das wollte ich wissen. Sehr schön. Das ist wundervoll. Beautiful. Okay, sehr gut. Das gefällt mir. Wenn man das... Das nehme ich doch gerne alles an mich. Ich würde nur mal gerne wissen, wo war denn jetzt hier Nahkampf? V, okay. So.
andere. Wir können den natürlich jetzt auch noch zerstören. Okay. Ja, doch. So. Ah, hier ist wieder Öl. Ja, ich habe leider kein Salz mehr. Salz, können wir die auch durchsuchen, die Dinger? Ah, Munition, sehr schön. So, wir gucken uns, wie gesagt, gründlich um. Ich darf euch, wie gesagt, immer herzlich begrüßen. Weil wir kriegen ganz schön viele Errungenschaften. Oh, Salz, sehr schön. Also man merkt auf jeden Fall, Salz verbraucht sehr viel. Da müssen wir mal ein bisschen unsere Kräfte in Ordnung bringen. Und zack, 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 zack. Bisschen Alk. Söder. Oh, Munition ist voll. Okay. Brot, alles essen. Lecker, lecker, lecker. Guck mal, schon ist keine Menschenseele mehr hier, seitdem wir hier sind. Gehen wir mal hinein. Jo. Ja, ich hatte jetzt einfach mal wieder ein bisschen Bock auf Bioshock. Ich hatte es ganz verdrängt, dass wir Bioshock mal spielen konnten. Der Season Pass bringt die 4 Ausrüstungsgegenstände, ein Maschinengewehr-Update und ein Pistolen-Upgrade. Ja, wir spielen natürlich mit Season Pass. Ist ja klar. Du musst alle Belohnungen einsammeln, bevor du nach Island kannst. Okay. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, Freunde. Wir gucken uns erstmal hier in Ruhe um, wie gesagt. Geld nehmen wir auch mit. Oh shit. Jetzt habe ich wieder einen zu viel genommen. Okay. So, ich bin mal leise. So. Ich hätte es cool gefunden, wenn die Schrift ein bisschen weiter unten wäre, bei der schwarzen Markierung. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Ich hab's ja euch gesagt, Freunde. Achso, das ist das jetzt hier. Ah, die Ausrüstung einer Spezialkleidung dir Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur 4 Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst deine Ausrüstung im Spezialmenü verwalten. Neu, Hosen. Geistesoldat. Beim Töten mit einer Kraft bitte eine 70% Chance, dass die Waffen des Feindes ein paar Sekunden lang einen Geist. Aha. Naja, nimm an, ne? Neu. Hut. Elektrischer Schlag. 70% eine Chance, dass ein Nahkampfziel betäubt wird. Opfer für 4 Sekunden lang verwundbar. Mhm.
ist. Stiefel. Adlerangriff. Erhöht die Skylines Schaden des Waffen um 50%. Magazin alle Waffen um 70%. Oh, Alter, richtig geil. Gut, dass ich mir das gekauft habe. So, jetzt dürfen wir uns hier was aussuchen. Und zwar Gesundheitsinfusion, Schildfunktion. Erhöht die maximale Gesundheit. Also ich würde erstmal, wir haben ja eigentlich davon genug, dann würde ich erstmal sagen, nehmen wir erstmal ein bisschen Gesundheit. Zack. Haben wir ein bisschen mehr Gesundheit. So, gib mir mal dein Geld. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen Salz. Salz kann ich nicht gut gebrauchen. So, Infusionen. Wartet mal, wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4. Wir haben noch 4 Stück. So, jetzt gib mal her. Dann nehmen wir noch auch nochmal Schild. So. Sie werden das zu schätzen wissen. So, Schild. Ah ja, da bekommen wir das. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. So, Salz. Dann nehmen wir noch hier eins. Dann nehmen wir nochmal. Ah, Gesundheit. Wir haben jetzt das Schild. Also nehmen wir nochmal ein bisschen Salzinfusion. Und dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal Salz, oder? Oder Gesundheit. Ja, komm, wir nehmen nochmal Salz. Scheiß drauf. Weil dann können wir jetzt nämlich 3 tragen. Das ist sehr schön. Ja, hier kann ich mich nämlich noch erinnern. Ach, lol. Okay, so viel würde ich gar nicht trinken wollen. Sie hier wegwetten? Nee, doch nicht. Okay, nice. Nice, nice, nice. Cool, cool, cool. Hier ist noch ein bisschen Gesundheit. Hier liegt noch Geld rum. Nehme ich dankend an. Aber das geht auf die Gesundheit. Gesundheit haben wir aber dafür voll. Dankeschön, ihr zwei. Ich werde immer stützen, ob die noch da sind. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Die Haken. Hatten wir da nicht? Ja, genau. Wir konnten ja nämlich jetzt mit dem Haken da. Überall hin. Ich will nur mal Ausschau halten, vielleicht gibt es irgendwo ein Secret. Da. Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Batsch. Gib mir her das Ding. Oh, geil. Oh, das finde ich auch richtig sexy, das Ding, ja. Bleib, Alter, guck mal, wie viel wir jetzt Salz haben. Das war eine gute Wahl. Weil Salz können wir immer gebrauchen. Ich habe hier das Gefühl, wir brauchen hier. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein bisschen. Da ist der. Weil ich habe das Gefühl. Wir brauchen hier. Wir brauchen hier ein bisschen mehr. So, nehmen wir doch mal unser neues.
Scheiß drauf. Alter, wie stark ist denn die Pistole? Jetzt weiß ich, warum die auch so reinknallt. Jetzt hab ich natürlich mein ganzes Salz verballert. Wegen dem Scheiß. Na, wo bist du denn? Ist auf jeden Fall keiner. Komm doch her! Oh, was ist denn das hier? Wieso ist denn das hier so neblig? Boots. Boah. Alter, das Game, das bockt sich so sehr. So, Kämpfer kurz bitte auf meine Seite. Damit ich den Lutscher hier ausnehmen kann. Gut. Das ist... Wo kommt ihr denn alle her? Sag mal.